Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um die Firma Botta bzw. auch Botta Design. Am 6. Februar hatte ich die Gelegenheit, Klaus Botta persönlich in seinem Studio zu treffen und wir haben uns 2,5 Stunden lang sehr angenehm, sehr angeregt und vor allem ausgesprochen interessant unterhalten. Klaus Botta ist ein mehrfach ausgezeichneter Designer, der nicht nur Uhren designt, aber eben auch Uhren. Er hat in allen Bereichen Preise bekommen, sowohl im Industriedesign als auch bei Uhren und hat sich die Zeit genommen, mich als wirklich kleinen YouTuber mit kleinem Kanal zu empfangen und hat mir sehr viel gezeigt. Es war unglaublich interessant. Bei diesem Treffen hatte ich auch die Gelegenheit, die ganz neue Uhr zu sehen, die Botta Clavius in der Pioneer Edition. Die Pioneer Edition ist eine zunächst limitierte Edition der Uhr, die später auch in einer nicht limitierten Version kommen wird. Aktueller Preis liegt bei 1.280 €. Und die Uhr ist für mich ein absoluter Hingucker gewesen, was nicht nur an dem speziellen Design von Stunden- und Minutenzeigern liegt, sondern auch daran, dass Botta es geschafft hat, eine Automatikuhr durch Designelemente so zu gestalten, dass die Sekunde beinahe wirkt wie eine springende Sekunde, und das hat bei mir wirklich einen Wow-Effekt ausgelöst. Absolut klasse und ich war sehr beeindruckt, wie es gemacht wird und wie das Ganze funktioniert. Seht ihr in dem Augenblick, wo der Sekundenzeiger an der 3 Uhr Position das Botta-Logo passiert, da wird, glaube ich, klar, wie es gemacht ist und wie es funktioniert. Für mich war das wirklich super. Und hier zeigt sich auch, dass Botta nicht nur ein Uhrenhersteller ist, sondern in erster Linie ein Designer. Und die Entwürfe entstehen wirklich zunächst im Kopf und dann mit der Hand auf Papier. Hierfür hat Klaus Botta einen Designer, der diese Sachen wirklich alle zeichnen kann. Ich durfte seinen Arbeitsplatz filmen und wie ihr sehen könnt, ist es ein relativ typischer Designer-Arbeitsplatz, sehr aufgeräumt. Meine Arbeitsplätze sehen, egal wo ich arbeite, komplett anders aus. Die hier gezeigten Entwürfe durfte ich alle zeigen, insofern ist das soweit in Ordnung. Und ich habe auch von Botta ein Video zur Verfügung gestellt bekommen, was zeigt, wie diese Entwürfe, jetzt nicht speziell Uhrenentwürfe, aber Designentwürfe mit der Hand entstehen. Und das möchte ich euch gerne einmal zeigen. Ja, ihr könnt hier sehen, wie wirklich mit Stift auf Papier von Elshad Abilov, dem Designer von Botta, zunächst einmal Modeentwürfe gezeichnet werden. Ich bekomme nicht einmal einen geraden Strich aufs Papier und um diese Fertigkeiten, die hier gezeigt sind, zu erlangen, sind mit Sicherheit mehrere tausend Stunden, wenn nicht zehntausende Stunden Übung notwendig. Und auf diese Art und Weise entstehen auch Entwürfe zu Uhren, die dann natürlich am Computer mit entsprechenden Programmen auf mathematische Präzision getrimmt werden, wo entsprechende Computer-Renderings gemacht werden, um einen Eindruck zu bekommen, wie die Uhr dann fotorealistisch aussehen könnte. Genauso ist es auch mit der Clavius passiert, denn die Berechnung des Sekundenzeigers, der Felder, um aus einer fließenden eine sequentielle Sekunde zu machen, ist eine mathematische Aufgabe und weniger eine Aufgabe von handwerklichen Zeichenkünsten. Hier seht ihr, wie natürlich in Zeitraffer, aber trotzdem vergleichsweise schnell unterschiedlichste Autoperspektiven entstehen und der Designer von Botta ist hier wirklich in meinen Augen sehr begnadet. Ich könnte nicht mal ansatzweise etwas Ähnliches machen und bewundere so etwas wirklich zutiefst. Ich würde gerne aber auch etwas weiter und genauer auf die Botta-Uhren eingehen, denn diese Uhren folgen alle einer ganz, ganz
eindeutigen und klar definierten Formensprache. Diese Formensprache hat sich schon in ganz frühen Zeiten angedeutet. Klaus Botter ist der Designer, der für Junghans die Solar 1 designt hat. Und Klaus Botter ist auch der Designer, der im Jahre 1986 eine Einzeiger-Armbanduhr designt hat, die dann in der Folge einige Jahre später über Watch People vertrieben wurde und als zeitlich befristete Lizenz. 1999 fiel diese Lizenz dann an Klaus Botter zurück und er hat die Uhr in der Folge dann unter seinem eigenen Namen, seinem eigenen Label vertrieben und die Uhrensparte seines Designbüros gegründet. Insofern kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, dass Klaus Botter eine Ikone der Uhrenindustrie ist, denn sowohl die Solar 1 von Junghans hat unter Sammlern einen ikonischen Wert und die Einzeigeruhr als Armbanduhr hat ein komplett neues Segment in der Uhrenindustrie eröffnet. Das gelingt wirklich nicht vielen. Und dieses Designelement, dieser Designschwerpunkt zeigt sich auch in allen seinen Uhren, die heute gemacht werden. Das Design steht im Vordergrund, nicht so sehr die Funktion. Selbstverständlich zeigen alle die Uhren genau die Zeit an, aber die Wasserdichtigkeit von 5 Bar wird, so haben wir das im Gespräch geklärt, voraussichtlich nicht erhöht werden, weil eine höhere Wasserdichtigkeit bedeuten würde, dass die Gehäusedicke steigen muss und damit würden die Proportionen nicht mehr so stimmig sein, wie Klaus Botter es gerne für seine Uhren haben möchte. Und auch andere Elemente folgen dem Design und nicht der Anwendbarkeit, was für mich aber ein durchaus durchdachter, logischer und konsequenter Schritt ist, denn bei einer Einzeiger-Quarzuhr muss die Krone nicht übermäßig griffig sein. Bei einer Einzeiger-Quarzuhr werde ich die Krone wahrscheinlich alle 2 bis 3 Monate einmal brauchen und nicht täglich oder wöchentlich. Insofern fällt es nicht so sehr ins Gewicht, wenn hier die Griffigkeit, die Funktion vielleicht etwas eingeschränkt ist, dafür aber die Krone jeden Tag sich harmonisch in das Gesamtkonzept des Designs einpasst. Die Uhren von Botter lassen sich grob in 4 Sektoren einteilen. Es gibt zunächst einmal die Einzeigeruhren und es gibt Mehrzeigeruhren. Und sowohl bei den Einzeigeruhren als auch bei den Mehrzeigeruhren gibt es 12 und 24 Stunden Anzeigen. Und die 12 und 24 Stunden Anzeigen unterscheiden sich nicht nur im Ziffernblatt, sondern auch im Gehäuse. Und Automatik und Quarz unterscheiden sich ebenfalls. Ich zeige euch das aber im Detail. Hier haben wir die Einzeiger 12 Stunden Uhren. Und ihr könnt sehen, dass die Gehäuse sehr minimalistisch gehalten sind und man keine Hörner erkennen kann, die aus dem Gehäuse rausstehen oder aber über das Gehäuse überstehen würden. Die Uhren werden angeboten in Größen von 44 bzw. 45 mm. Die Automatikvarianten werden nur in 44 oder 45 mm Gehäusen angeboten. Die Quarzuhren auch in 40 mm Gehäusen. Hier seht ihr ein Gehäuse von der Rückseite und ihr könnt deutlich erkennen, es gibt keine erkennbaren Hörner, sodass auch bei großen Uhren von 40 oder 45 mm Durchmesser die Uhren an kleineren Armen durchaus gut aussehen, weil eben genau die Hörner nicht über die Arme überstehen. Auch bei den Mehrzeigeruhren folgen die Gehäuse exakt dieser Designsprache, klar, minimalistisch, sehr puristisch und trotzdem sehr gut ablesbar. Und hier auch wieder bei den 12-Stunden-Ziffernblättern keine aus dem Gehäuse sichtbar herausstehenden Hörner. Die Bänder sind unter dem Gehäuse, unter der Rundung des Ziffernblattes ins Gehäuse integriert, sodass auch große Uhren an kleineren Armen ihren Platz finden und nicht deplatziert wirken. Es gibt die ganz
klassischen, es gibt die etwas bunteren Modelle. Hier haben wir eine etwas funktionalere Uhr und eine etwas sportlichere Uhr. Richtige Toolwatches wird man bei Bata vergebens suchen. Die 24-Stunden-Ziffernblätter folgen sowohl in puncto des Ziffernwertes als auch des Gehäuses einer etwas anderen Designidee. Hier kann man sehen, dass das 24-Stunden-Ziffernblatt in einen hellen und dunklen Part geteilt ist, sodass die Taghälfte und die Nachthälfte klar erkennbar gegeneinander abgegrenzt ist. Auf der Rückseite kann man erkennen, dass hier sich Hörner andeuten, die aber nicht über die Uhr, den Radius der Uhr hinausstehen. Man sieht es zwar von oben, man sieht es von der Seite, aber die Auflagefläche des Armes, die Auflagefläche der Uhr auf dem Arm wird dadurch nicht vergrößert. Auch diese Uhren passen mit 44 oder 45 mm Durchmesser durchaus an ein 17 cm Handgelenk. Die Einzeigeruhren als 24-Stunden-Uhren sind natürlich das auf die Spitze getriebene Prinzip der Tageszeitanzeige mit 24 Stunden am Tag, aber durchaus etwas gewöhnungsbedürftiger abzulesen. Die Mehrzeigeruhren als 24-Stunden-Ziffernblatt vereinfachen hier die Ablesung etwas. Insgesamt sind 24-Stunden-Ziffernblätter für jemanden, der häufig seine Uhr wechselt, in gewisser Weise eine Herausforderung, weil natürlich immer wieder eine Gewöhnungsphase notwendig ist. Bei den 24-Stunden-Ziffernblättern mit Datum ist das Datum noch mit einem kleinen Strich zur Achsenmitte der Zeiger hin versehen, sozusagen als Datumsgrenze. Hier beginnt ein neuer Tag und das wird durch diesen Strich noch einmal verdeutlicht, ebenso wie die Farbgestaltung hell-dunkel eine Wechsel zwischen Tages- und Nachtzeit anzeigt. Also eine sehr durchdachte, funktionale Uhr, die sich aufgrund der Größe und der sehr präzisen und feinen Zeiger extrem gut ablesen lässt, und sogar die Einzeigeruhren lassen sich nach etwas Übung auf die Minute genau ablesen. Neben der Unterscheidung zwischen Einzeiger, Mehrzeiger, 12 und 24 Stunden Ziffernblatt kann man natürlich auch unterscheiden zwischen den Quarzuhren und den Automatikuhren. Die Quarzuhren lassen sich werksbedingt deutlich flacher gestalten als die Automatikuhren. Ihr seht hier eine Quarzuhr. Am Gehäuse erkennt ihr, es ist ein 12-Stunden-Ziffernblatt. Die Lünette ist sehr, sehr schmal gehalten. Wenn wir auf eine Automatikuhr schauen, ach, im Hintergrund ist Klaus Botter. Wenn wir auf eine Automatikuhr schauen, dann sehen wir, dass das Gehäuse doch dicker ist. Das Design ermöglicht es aber, die Form grundsätzlich beizubehalten. Die Lünette ist etwas höher, der Boden etwas höher, sodass sich die Proportionen gut verteilen und die Dicke der Uhr auch von der Seite nicht so offensichtlich ist, wie es ein Automatikuhrwerk vermuten lassen würde. Ja, am Ende unserer längeren Sitzung von 2, 2,5 Stunden haben wir noch ganz spontan ein kleines Fotoshooting gemacht. Klaus Botter war so nett und so freundlich, sich dafür zur Verfügung zu stellen, damit ich ein Videobild, ein Thumbnail, ein Vorschaubild für mein Video bekomme. Und wir haben da ein bisschen rumgespielt. Ich lasse euch einfach mit ein paar Impressionen, was das betrifft, alleine. Wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid neugierig auf die Uhren und freut euch auf die nächsten Videos von mir, die demnächst kommen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.